Ich werde mich erstmal nicht beschäftigen, wenn das Glasfaser hier ist, dann werde ich da mich mal mit richtig beschäftigen mit dem ganzen Kram. Aber dazwischen jetzt schon wieder Autorisierungscode per Handy zu schicken will, finde ich schon wieder scheiße. Dann müsst ihr dann mal gucken, jetzt ist es wieder online. Und dann werde ich auch OBS nehmen oder sowas. Bei Action scheint ja nicht stabil genug zu brauchen dafür. Zumindest nicht. Mach hier still. So, zumindest scheinbar nicht mit YouTube. Und nicht mit 12.000 Mbit Upload. Das ist mal auf 8.000 nochmal geschraubt. Der YouTube kann, glaube ich, nur 6 oder so gebrauchen oder 7. Achso, wer ist denn ein bisschen überfordert? Sagt, was macht denn der da? Wieso schickt der denn jetzt so viel? Warte mal eben. Megabyte dahin. Maximaler Upload Load Livestream. Eine kleine Ansicht hier. Super. Da holt die Kettensäge raus. Du spielst mit 1080 Bits, Punkte dann, ne? Full HD, ja, genau. Video Bitratebereich 3 bis 6000. Oder war ich mit 12.000 ja ein bisschen über. Ja, 4.500 bis 9.000 brauchst du für 1080 bei 60 FPS. Ja, ich habe jetzt auf 8.000 irgendwo stehen. So, und 4K 2160p bei 60 FPS braucht eine Videobitratebereich von 20.000 bis 100.000. Ja, ist ja das Problem, könnte ich ja, aber scheinbar kommt tut damit ja nicht klar. Wer ist er denn hier? Bleib doch mal stehen, Mensch. Ja, wahrscheinlich wollte die falsch tun. Oder was weiß ich. Wir drehen einfach mal auf 5000 runter. So, ihr habt jetzt ja auf 8000. Mal gucken, ob das länger läuft. Das Bild scheint mir auf dem. Ich weiß nicht, wie das Bild bei dir aussieht, falls es noch anders. Oder hier doch was. Auf dem Tablet ist es relativ dunkel. Weil es hier halt auch gerade ein bisschen dunkler wird insgesamt vom Spiel her. Aber dass es dann da so dunkel wird. Das ist ja auch witzig. Ein neues Gerät hat sich jetzt bei YouTube angemeldet. Sascharek@web.de. Ja, das kann ja ganz gut. Was ist das? Nein. Vorschau. Jetzt kackt das Handy wieder ab. Oh. Hier kannst du von der Helligkeit nichts einstellen. Auch naja, weil ich mich bei Dings abgemeldet hatte und mich wie angemeldet habe. Ich kann erstmal raus. So, jetzt mache ich. Ich bin auf Schneckenjagd immer noch. Wie gesagt, wenn das dann alles über Glasfaser so funktioniert, dann bin ich der Stimme. Wenn. Geil. Der hat sich aus der Nähe von Deutschland eingeloggt. Ja, mal hin. Deutschland.rec.web.de, IP-Adresse 61248, ja. Ich bin gerade live, das wollte ich nur mal kurz sagen, ne? Ja, macht nix. Ist das so? Weißt du, guckt da einer zu? Einer mindestens. Da bist du doch, oder nicht? Weiß ich nicht. Hier sind schön eins. Aber... Jappalakataka! Was hast du denn jetzt? Tot. Du bist auch mal Buggy die Schlicht runtergefahren. Ich bin die Schlicht runtergeschlachtet, ja. du bist die Schlicht runtergeschluchtet, ja? Richtig. Ne, ich hab vergessen, mir mal zwischendurch eine Bäre in die Figur zu kloppen. Schade. Weil ich hier natürlich nirgendwo irgendwas essen doch da. Keyframe Frequenz. 2 Sekunden empfohlen, nicht mehr als 4 Sekunden. Da. Ich muss meinen ganzen Scheiß wieder zusammensuchen. Wo war das jetzt? Ist das da lang? Da lang gar nicht weit. Super. Ich verstehe jetzt nicht, warum das Bild jetzt. Das Tablet nicht so riesig aussieht. Und der Mond ist aufgegangen. Da liegt gerade auf. Das ist natürlich schade, der Action ist zum Aufzählen so geil. Macht echt eine hübsche Qualität und beim Streaming verkackt das so.
Das ist irgendwie blöd. Guckst du dir gerade selber zu? Das Tablet ist an, ja, sag ich ja. Und deswegen hast du noch einen aktiven Zuschauer. Das würde gut möglich sein. Ja, weil ich gucke jetzt auch gerade meinen zu. Jetzt hast du aktuell zwei Zuschauer. Noch sagt Action mir eins. Ja, das dauert nochmal ein bisschen. Muss man nicht, da ist meine Kiste. Meine Kiste. Aber die Videos werden ja noch auf YouTube veröffentlicht später. Ja, glaube ich zumindest. YouTube ist ja irgendwie automatisiert, dass wenn du dann den Stream zu Ende hast, dann. Ja, kannst du einstellen. Das hat er hier aktualisiert auf 2. Wahnsinn. Was ist ja auch nur ein Testlauf, ob so. Ach, hier ist die andere Kiste, guck an. Ihr braucht ihr doch halt irgendwas oder was? Was war das denn? Ich? Das war ein Wasser oder was? Ist das schon an? Ach nein, 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 nein. Ich hab meine Kiste noch gar nicht. Jetzt ist er durch. Man merkt erst, wenn man diesen ganzen Krams hatte, diese Sprungbeine und Jetpack und wie das alles heißt, wie öde und langweilig, was heißt langweilig, aber wie träge das Spielverlauf einfach ist, weil du einfach so lahmarschig vorwärts kommst, ne? Noch ein paar Nüsse. So, jetzt musst du durch die Höhle durch, oder was? Bremerhaven hat erstmal direkt eine Ölfabrik. Spinnies. Toll, und ich hab keine Waffe mit. Voll geil. Geh weg. Geh ab. Such dir jemand anders zu spielen. Ja, echt jetzt? Ein bisschen Nüsse. Lass mich da durch, ich bin Arzt. Lass mich da durch, da ruf die Blaszanke. Bin ich drin? Ah! Ich bin echt schon. Oder? Diese Viecher können echt schwimmen, ich dreh ab, ey. Das finde ich nicht geil. Und die schwimmen schneller als ich. Das ist geil. Ist immer nur Höhle. Ich will auch nur zu meiner schönen Kiste, verdammt. Ja, ja, ja. Oh. Wo ist die denn jetzt hin? Da oben oder was? Oh. Lass mich in Ruhe. Die sind aber auch hartnäckig, die Viecher, du. Ist er weg. Jetzt kriegen wir die Kiste nicht wieder, oder was? Kiste, Kiste, da Kiste. Da Schnecke. Und alles nur, weil du ein paar Schnecken sammeln wolltest. Wenn ich Pech habe, ist gleich das andere Viech noch da. Wieder gleich tot. Echt jetzt? Hä? Das sind schon mal die ersten beiden. Ah. Ganz großes Kino, Matrix. Ganz großes Kino. Wie soll ich denn da hochkommen jetzt? Ja. Oh, moin. So, jetzt hakt das Spiel. Wahnsinn. Mhm. Sehr interessant. Da wäre
Der zweite Frühling ist neu. Hallo, Servus, ich muss hier weg. Ich muss mich hier unterschubsen. Ich will doch nur meine Mama. Die nächsten beiden, ja geil. Da nochmal. Oh, Leute. Autsch. 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 Lass mich doch mal rüber, bitte. Keines getan. Na, hier kommt er wohl nicht hoch, wa? Ein Adlecker. Ist sie ernsthaft in die Welt rumgeflogen? Jetpack vor? Nur Jetpack kaputt? Der hat doch meine ganze Zeugs verloren, das ist in der Kiste drin. Aua, Kiste, komm ich gerade nicht ran. Meine Pferde gerade belästigt von diesem. Aua, aber die geben einen schönen Speed hin. Wenn sie einfach rammen. Ja, genau. Immer schön von hinten fest ran. 146.069.720 kostet eine neue Stadt, mal eben. Aha. Ja, ich wollte gerade eine neue Stadt gründen hier. Warum willst du denn eine Stadt gründen? Damit ich da Passagiere von A nach B fahren kann. Hast du einen vernünftigen Buchhaben, den funktioniert auch? Habe ich noch nicht, ich bin 1932. Oh. Kannst Flughafen du schon mal, ich hatte kein. Was denn? Kannst du schon mal mit dem BER anfangen? Dann bist du ja, wenn du dann 2020 bist, ungefähr fertig. Ja, ich kann ja die Kleinflughäfen bauen, aber da können nachher die großen Flugzeuge wie der Jumbo Jet oder die. Wie hieß dieses Flugzeug noch? Concorde hieß das, ne? Dieser Düsenflieger? Ja, Düsenflieger waren sie ja alle, die meisten Überschallflieger. Ja, dieses, was 30 Jahre flog, aber immer wieder Pannen hatte. Ja, dann immer in der Luft explodiert es öfters mal. Ja. Ja. Das war mal, kann man hier bauen. War mal die Concorde, aber die haben vor, ich weiß gar nicht, ob das sogar dieselbe Firma oder die aufgekaufte Firma irgendwie sowas. Die wollen wieder einen Überschallflieger basteln. Ja. Wobei ja dieser Iron Mask vorhat, seine Überschallröhren zu etablieren. Er hat auch schon irgendwo eine Teststrecke gebastelt. Das hört sich eigentlich interessant an. Was ich jetzt so ein bisschen so panisch macht, wenn du damit so, ich sag mal, 2000 Klamotten durch die Röhre geschossen wirst in so einer Kapsel. Ohne jetzt irgendwelche Leute auf komische Ideen zu bringen. Und du bist so, ich sag mal. Die Frage ist, ob der Körper das aushält. Ja, das ja. Das wird ja schon irgendwie komprimiert in der Kapsel, dass dann das nicht so extrem ist. Vor allem wirst du auch nicht von 0 auf 2000 in 3 Sekunden gebeamt. Das dauert ja eine Weile, bis du den Speed hast. Ich sag mal, jeder, der Achterbahn fahren kann, diese Highspeed-Achterbahn, der wird damit auch klarkommen. Du hast zwar eine andere Endgeschwindigkeit, aber die Geschwindigkeit ist ja nicht das, was übel ist, sondern die Beschleunigung. Und wenn die Beschleunigung langsam geht auf 2000, ist es ja anders, als wenn du in 3 Sekunden auf 2000. Das ist eine ganz andere Beschleunigungskraft, die da wirkt auf dich, als wenn das langsam vonstatten geht. Aber die Frage ist jetzt, wenn du jetzt so ein böser Mensch bist, sag ich mal, und du weißt, wo diese Kapseln langlaufen, und du hast so ein ganz großes Bolzenschussgerät, ja, und du schießt dann, wenn so eine Kapsel in dieser Röhre da vorbei saust, so ein Bolzenkrams durch die Hülle in die Flugbahn, sage ich mal. Was passiert dann? Gibt es da Sicherheitssysteme, die das abriegeln? Ist das so gebaut, dass man gar nicht erst rankommt? Oder wie funktioniert das dann? Ich weiß das doch nicht. Weil die haben ja gesagt, die haben so an allen möglichen Scheiß gedacht. So Erdbeben und Überflutungen und bla und blub. Aber was ist, wenn jetzt einer rangeht da und wartet, bis die Kapsel kommt, aufs Knöpfchen drückt und bumm, irgendwas passiert? Ja, das hast du schon da. Dann rufst du an, ich bin heute krank, kann ich zur Arbeit kommen. Mindestens. Na toll, jetzt brauche ich 50 mal Plastik, 15 mal Platin, bisschen Gummi, bisschen Kabel. Also Plastik, Platin, Gummi und so weiter. Also Plastik habe ich hier gehabt, Gummi glaube ich auch. Da nicht. Alles für Ori.
Ja, alles da, ne? Das, was ich brauche, oder was? Habe ich schon mal erwähnt, dass ich jetzt nicht diese Woche, sondern nächste Woche im Urlaub habe? Das 10. Mal jetzt. Gut. Das kann man gar nicht oft genug wiederholen, dass man Urlaub hat. Da hat ich keinen Kunststoff mehr, Mensch. Gib mir mal 27.000 D-Mark. Los kaufen. D-Mark, na klar. D-Mark habe ich noch im Keller. Mit Euro wird schwierig. Ne, Euro kriege ich erst ab 2001 in diesem Spiel. Echt? Ja. Okay. Weil er ändert sich ja erst die Währung. Ja, stimmt. Davor hattest du ja D-Mark. Wie gesagt, Plastik, Platin und noch. Gummi. Der Gummi war da irgendwo. Da gibt's Gummi. Gummi, Gummi, Gummi. Ich nehme meinen Gummi. Das hier gibt's vielleicht heißen. Ach, jetzt habe ich drauf geachtet, wie lange waren die anderen Videos von Kester, zeittechnisch gesehen? Ach, hier oben haben sie England hingebaut, das ist aber witzig. Ja! Das ist aber geil geworden, Alter, wie viel steht er sich? Das ist ja unglaublich. Plastik. Und ich hab das Spiel hier. Übrigens ist mir aufgefallen, jedes Mal, wenn das Spiel hier hängt, also jetzt in der Spielwelt hängt, du schnell genug zu einem Desktop wechseln kannst, zum Taskmanager, dann siehst du, dass das Spiel in dem Augenblick, wo es hängt, keine Reaktion hat. Also es hängt sich wirklich auf, komplett. In der Zeit. Wow. Hängt sich dann aber wieder. Die Entwickler das wissen? Keine Ahnung. Level auf den doch. Platin. Gummi, Platin, Kabel und was noch? Ah, sehr sieht denn, oder? Jetpack. Kabel, Gummi, Platin, Kunststoff, was machst du denn? Kommen wir hier. Musst du dir echt ein Jetpack bauen, damit du deinen alten Kram wieder kriegst oder was? Sehr geil. Sogar Itzehö hat die hier nachgebaut, oder Itzehö. Bau doch mal Bremen nach. Was meinst du, wo ich angefangen bin? Ja, was ist denn hier? Du kommst ja nicht aus Bremen eigentlich, deswegen wundert mich das jetzt ein bisschen. Ja, aber der Bremen ist die nächstgrößere Stadt. Ja, nennen wir erstmal Stadt. Wenn ich jetzt jemand sage, ich komme aus Grasberg, das heißt kein Mensch. Der wird erstmal fragen, was wie hast du Gras? Ja, das du hast einen Grasberg? Maui, Maui. Ich hab ein HWSQ-Pack dazugepackt. Irgendwas mit Wrestling. Ja, das kommt nachher noch. Ist das Kunst oder kann das weg? Ja. Herrlich. Herrlich, herrlich. Sehr schade, dass es das nicht mehr gibt. Scheiße, Kabel vergessen. Tja, ich weiß nicht, was da aber los war. Man munkelt, aber es ist ja auch vollkommen Wumpe, was da los war. Es ist einfach nur schade, dass es das nicht mehr gibt und fertig ist. Des Kabels. Jetzt kann ich mir ein Jetpack bauen. Wieder rauskommen heißt das. Ops. Ich hab gerade eine Busstation gebaut. Also Bus bauen? Ja. Beim HBR. Beim Hamburger Hauptbahnhof. Aha, Hamburg. Hamburg City. Morgen ist wieder arbeiten. Oh. Hab uns übrigens auch hier schon mal Stoffgewebe produziert. Und mit dem Gewerbe muss man überlegen. Die kann raus. Dann ist der Kasten schon wieder voll. Weißt du, 80 Einwohner, aber Hauptsache ein Fußballstadion. Ja, von irgendwas muss er mal, ne? Also. Sprit brauche ich noch, da kann ich loslegen. Bei der Beton nehmen wir mal mit, vorsichtshalber. Weil da kann man sich schon mal Rampen basteln in so Käse. Hier Gewebe gebastelt für die Gasmasken und den Schutzanzug, glaube ich, auch für die Atomkraftgeschichte. Weil ich dachte ja, du kommst dazu.
Wir können es weiter ausbauen, aber nein. Das ist der Städtebau. Ich baue Transportsysteme für die Stadt. Ja, dann baust du halt Transportunternehmen für mittelständische Städte. Ist die Höhe. Ist die Höhe, ja. Ich bin echt gespannt, was es da noch für Updates gibt für das Spiel. Das wird bestimmt richtig geil noch. Ich meine, es ist ja so schon richtig cool. Ja, schön detailliert vor allen Dingen, das finde ich geil. Oh ja, aber ein bisschen Sprit, ne? Hatte ich vorher nicht. Ich jetzt blöd, sag mal. Ich hatte das Ding doch gebaut, wo ist denn hingepackt? Okay. Reinziehen. Ich hab doch vorher noch gesagt, dass ich einen Jetpack habe, oder? Alpha. Ja, was ist denn? Ich hab doch vorher noch gesagt, dass ich einen Jetpack habe, oder? Ja, in der Kiste hattest du gesagt. In die Kiste gepackt, bitte narrisch. Oh, das kommt vom Alter und so. Das bisschen Fett kommt hier wieder durch. Du hast ja auch eine Nvidia-Karte, ne? Ja. Hast du auch hier GPU-Tweak? Fahr mir doch sowas nicht. Der ist ja ein Tool, was auf der jetzt. Ach, da ist es doch. Auf der, ja, sagen wir mal CD oder halt, dass man sich auch so runterladen kann von der Nvidia-Seite. Weil da kannst du A, Overlays mit erzeugen, die dir die Temperatur und Megahertz und FPS blablub anzeigen, unter anderem. Aber auch mit der GPU Type 2 kannst du den OC-Level ausloten. Also das macht das Ding automatisch dann. Mhm. Da muss ich hin. Das heißt, du kannst aus der Karte praktisch den letzten Krams rauskitzeln, ohne dass du jetzt Angst haben musst, dass du die selbst zu krass übertaktest und irgendwas kaputt geht. Wobei heutzutage ist ja nicht mal kaputt geht, weil sich das ja alleine abschaltet. Eigentlich. Hast du morgen frei? Frage? Nein. Schade. Ich laufe hier gerade mal an mein Lager hier vorbei. Willst du hier nur Endlager lagern oder wolltest du hier noch was machen? Ja, irgendwann werde ich noch mal anbauen, aber erstmal Endlager. Mhm. Was auch funny wäre, wenn du hier durch diese Stromleitung latscht, die hier so quer über die Welt spinnst, dass du dann voll eingeballert kriegst. Jetzt stehe ich so mitten in der Leitung. Ich stehe mitten in der Leitung? Ich stehe mitten in der Leitung. Was ich aber schön finde, ich weiß gar nicht, ob man das im Video dann auch sieht. Die Struktur der Oberflächen von den Materialien, die sie hier so verwenden, die sind richtig geil, das so vom Nahen. Ne? Ist dir schon mal aufgefallen? Nee. Wenn du so andere Spiele hast, wo du so Wände oder sowas hast, dann ist, wenn du richtig nah rangehst, ist das nur so ein Grafikmatsch. In den meisten Fällen. Ich kann wieder fliegen, ist das schön. Hier, wenn du richtig nah ran bist, ist es halt richtig Struktur. Das ist richtig geil gemacht. Richtig schön aufwendig. Und ich finde, das muss auch 2019 mindestens sein, oder? Auf fliege ich mal hier hoch. Und höher. Und da hoch. Sagte der eine Kollege aus einem Forum, ein Flammenwerfer wäre geil. Mhm. Das könnte eventuell in die Hose gehen. Parken wir hier. Fundamente. Natürlich zu steil. Fundamente. Ist ja fundamental. Geht nicht, schade. Das ist auch lustig. In vielen Fällen sagt der Boden zu steil, obwohl du das Ding an der Wand hältst. Was? Nächste Frage.
Paloma, okay. Einmal muss das vorbei sein. Na, passt doch. Du hast ja gerne meine Kiste wieder. Ich bin ja froh. Ist jetzt da oben oder unten? Oben, ne? Ich bin ja froh, dass die Kiste hier zumindest bleibt. Nicht, dass wenn du stirbst oder zweimal stirbst oder sowas, dass hier immer weg ist. Das ist echt sehr ärgerlich. Weil wie kommt der dicke Mann jetzt darüber? So. Sehr gut, Kirby, wir können so bleiben. Nee, das war Trick 21. So, wenn es wieder ein Viech kommt, wie die Aschkarte, hat mich nichts zum Hauen mitgenommen. Boah, dieses ganze Grünzeug hier nervt ja nur ein bisschen, ne? Blätter weg, Müll, geh weg, tschüss. So, Kiste weiterhin da. Da, hä? Wo bin ich denn gestorben, sag mal? Hakt das Spiel wieder. Das ist besonders schön, wenn du gerade in so einem Aufstiegmodus bist mit deinem Jetpack und das dann hakt, machst du voll den riesen Jump nach oben dann, wenn das hier wieder enthakt. Ich glaube, es hakt, warte. Ja, mit einer Hake, du. So, und jetzt da geht's. Jetzt aufwärts, 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 aufwärts. So, ein Arbeitskollege hat sich erstmal ein neues Auto gegönnt. Okay. Ein Suff-Auto? Was? Ein Suff-Auto? Nö, nö, gut, Auto kannst du nicht sagen, ist ein Opel, ne? Was, das ist ein Opel? Mhm. Mhm. Vorher hat der Mitsubishi gehabt, gut, ist jetzt auch nicht so, naja. Aber ich sag immer, Hauptsache es fährt von A nach B. Was das ist, ist eigentlich vollkommen Wumpe. Hm. Hm, sagt er. Hm. Ja, sprechen Sie sich aus. Aber jetzt scheint es zu laufen. Schon eine halbe Stunde. War wohl echt zu krass mit den, mit der Sendeleistung. Entweder für YouTube oder für Action. Kann sein. Also merkt man uns nicht mit 12.000 Mbits stream, doch Mbits. Ja, aber kann man alles googeln. Ja, wenn du schon am Stream bist, ist googeln schwierig. Ich block nicht mehr, ich mache jetzt Hausbesuche. Ich möchte doch nur meine Kiste wiederfinden. Meine Kiste mit meinem ganzen Scheiß. Ist das schön, dass es auf dem Kompass zumindest angezeigt wird, wo es so ungefähr liegt. Wäre aber noch geiler, wenn sie die Höhe anzeigen könnten, was hoch oder tief ist. Oh, was denn? Hast du das Gefühl, dass man im Kreis laufen würde, nur so ein bisschen. Ach komm, einfach runter da. Ich sehe sie, ich sehe sie. Glaube ich. Also, ich hab meinen ganzen Scheiß wieder. Ja, damit. Ja, ja, ja. Geil, geil, mein ganzer Scheiß. Ja, genau. Genau darauf was angespielt. Hier ist aber gleich noch so ein kleines Arschloch, was mich mit Feuer bespuckt. Moment, Moment. Ich muss mir mal immer hier aufrüsteln. Hier Schlagestock. Das geht an die. Jetzt kriegt er Stelle hier, links und rechts. Genau. Komm her, du Bürstenbinder. Perfekt, da haben die auch hier reingebaut, Internet. Ah, doch. Ja. Nicht mit dem Commander. So. Hier ist eine Stahlgießerei ist hier. Aber eins hat ja einen Vorteil, ich ihn jetzt. Mal da raus. Jetzt habe ich wieder ein Jackpot mehr. Hast du eigentlich Jens angerufen, wie du wolltest? Scheiße. Ja, hab ich noch nicht.
Der wollte mich anrufen, ich wollte vorbeifahren. Wegs aus Morgo oder was? Beim Vorbeifahren. Ja. Hupen, er kommt aufs Fenster, moin. Und aus dem Gebüsch raus, du. Noch einer, der was auf die Schnauze möchte. So, jetzt habe ich wieder alles zusammen. Schön, schön, schön. Jetzt habe ich gerade die Schnecke. Schnecki, Schnecki, Schnecki. Zwei gelbe, eine grüne und in der Basis habe ich auch noch was drum zu liegen. Das heißt, erstmal kurz zur Basis erstmal einen Schneckensalat machen. Ich wollte eigentlich ihn schreiben, dass ich vorbeikomme, oder weil er gerade Zeit hat, weil es einfach so unverplant vor der Tür steht, ist ja auch immer ein bisschen unpraktisch manchmal. Habe ich aber verpeilt, weil gestern war ich die ganze Zeit hier am Satisfactoryn. Eigentlich wollte mein Dad gestern noch vorbeikommen. Ja, hat auch wieder gut geklappt, ne? Hat auch sehr gut geklappt, ja. Oder nicht? War auch nicht. Boah, das hier ist ein bisschen nicht haken. So hin. Mach mal noch zwei. Ich höre ihn, aber sehe ihn nicht. Da ist er. Moin. Hier ist das kaputt im Gesicht. Das ist wie so ein böser Furz, man riecht ihn, aber man sieht ihn nicht. Was ist noch so ein Viech? Ja, geistig böse. Ich bin bösiger. Erst eine große Welle machen, dann wegrennen. Der Panzer. Ja. Aus dem Panzer, du machst aus einem so einem Panzer, ich glaube, vielleicht 50 oder 100, sag mal eben. Biomasse. Also du brauchst ganz wenige Panzers, um ganz viel Biomasse zu machen. Und Biomasse brauchst du wiederum für Klamotten. Also Biomasse, Masse, Gewebe, Masse, Klamotten. Eine Schnecke. Aber es lügt. Nein. Okay, bei euch schon langsam das Weihnachtsgeschäft los? Nö. Die Winterreifen gehen so ein bisschen los, ja, aber sonst. Ja, das merke ich bei uns auch, leck mich am Arsch, ey. Wir haben ja eigentlich immer so ein gewisses Kontingent an bestimmten Reifen, also Standardgrößen haben wir in der Regel immer da, logischerweise. Denn so ein paar außergewöhnliche, die dann aber dann doch schon eher öfters sind als andere. Und dann haben wir im Normalfall so, lass mich lügen, vielleicht 200, 250 Reifen auf Lager liegen. Und halt, wenn dann was Spezielles kommt, so gerade Y- oder W-Reifen oder 21 Zöller etc., also das, was halt nicht so ganz normal unterwegs ist, das geht halt auf Bestellung. Aber dieses Jahr, was da alles an Reifen gekommen ist, das ist ja Wahnsinn. Wir haben eigentlich ein so ein ganzes Regal für nur für Reifen, also für neue Reifen, und der Rest im Lager ist halt für Kundenreifen. Mhm. Ja, und diesmal kam mal so viel Reifen, dass wir das erste Regal von den Kundenreifen umräumen mussten, das in irgendwelche anderen Lücken stopfen mussten, das alles umschreiben mussten, dass sie jetzt woanders stehen, aber die erste Regalreihe auch für neue Reifen brauchten. Weil damals war es so, dass dann die Sommerreifen, die wir noch hatten, wenn die verkauft worden sind, halt in die Hauptzentrale zurückgegangen sind. Und falls man dann einen gebraucht hatte, dann schreibst du halt eine Mail an die Verwaltung, hier schickt nochmal den in den Reifen und dann ist er halt zwei Tage später wieder da. Ja. Und diesmal hat aber die Zentrale gesagt, nee, ist nicht, ihr müsst die selbst verklagern. Ja, jetzt ist aber das Problem, das war ja dieses Jahr das erste Mal. Wenn es jetzt von jedes Jahr, vielmehr von Halbjahr zu Halbjahr, also immer wenn der Wechsel ist, ist, und dann immer so viele Reifen kommen, dann haben wir bald ja nur noch neue Reifen im Lager stehen und können die Kunden auch vor die Tür stellen oder was.
Weil du verkaufst ja definitiv nicht alles, was du da im Lager stehen hast. Die Planung da ist manchmal echt katastrophal. Das ist doch geiler als bei DVD, würde ich fast sagen. Ich muss das Einhorn mit AIDS nehmen. Das ist so geil, Gronkh, ey. Nee, tut mir leid, ich muss das Einhorn mit AIDS nehmen. Weil ich gerade wohl das gesagt hat. HWSQ Folge 9, Cards Against Humanity. Also gegen die Menschlichkeit, die Karten da. Ach, Human Against Humanity. Cards Against Humanity, so. Ja, und da habe ich einfach dann HWSQ gesucht und da habe ich dann die Playlist, weil Gronkh hat ja wieder eine eigene Playlist erstellt. Von ihr, wie heißt der? Heißt der Silly Man oder so? Der hat auch mal diese Best-Offs. Ja, da gibt es so viele, die das mittlerweile machen. So, jetzt, warum hält es hier an? Verlagervoll oder was? Oder wie? Ja, es hat das alles insgesamt so lange gedauert, dass mein Lager vollgelaufen ist. Ich krieg doch einen Kent. So, wir hätten. Was hast du denn? Ich hake im Spiel gerade. Das ist denn doch gar nicht so clever, wie ich dachte. Wahrheit. Ich habe jetzt hier diesen einen programmierbaren Splitter hingestellt, ne? Mhm. Er sagt jetzt zu der einen Seite, also nach links macht er Plastik, nach rechts macht er Turbodraht und mittig macht er Kabel. Wenn jetzt aber das Lager voll ist, wie in diesem Fall das Kunststoffzeugs, und du halt, das Kunststoff geht dann ja bis in den Splitter rein, dann sortiert der nicht weiter, weil das letzte Ding, was er drin hat, der Kunststoff ist. Ja, dann musst du ja eine verbrauchende Anlage vorsetzen. Das kannst du die nicht gebrauchen. Ja, ich dachte jetzt, er macht das so lange voll, bis halt das alles voll ist, aber er macht das halt nur so lange, bis eins voll ist. Das war jetzt so nicht der Plan. Das ist, ja, wie soll ich sagen? Bisschen ja. Blöd, dann passen wir doch hier mal schneller dran. War nicht. Schelle links. Schelle rechts. Schelle ganz rechts. Ja, da war jetzt hier das Turbo-Ding, ne? Turbo-Draht. Ja, ja. Highspeed-Anschluss war es. 2,5 pro Minute. Wahnsinn. Sturminator. Bisschen Strömung. Und jetzt lebt das hier. Hier läuft es auch wieder. Das sieht irgendwie schon geil aus, weil jetzt also meine Fresse wird doch stehen jetzt. Dann ist das natürlich Rausch. Da müsste sich das Stahlband mal eine Scheibe von abschneiden hier. Ich muss das Ding ja trotzdem noch bleiben. Der kommt klar hier. Außer die Scheiben hier. Da auch noch eine extra Geschichte bauen. Das heißt, hier mal Eisen. Gott. Noch so viel bauen und so wenig Geld. Stell dir mal vor, du müsstest hier Geld verdienen und könntest dann erst bauen. Oh Gott. Mit so Handel, wa? Handel wäre irgendwie noch geil, wenn man so Partnernetzwerke aufbaut und sagt, dass man sich so zwischendurch aushelfen kann. Hier hast du mal eben 100 davon oder vielmehr 1000 davon und 1000 davon. Ich brauche jetzt 15. Ich glaube, ich muss den auf 3, den auf 2, dann passt das wieder. Irgendwie so war das. 37,5. Der macht 45, das passt doch schon. 1. Was Kabels. Okay. 1, 2, 3, wieder 3. Macht er in der Mitte. Da lang. Der braucht 25, ja, das passt doch.
600 Turbodraht und 15 Kunststoff. Das müsste eigentlich, müsste das hinkommen. Das ist doch jetzt hier ein Arsch. Das ist doch aber blöd gemacht mit diesem kombinierten, also mit diesem programmierbaren Splitter. Oder meinst du nicht? Hm. Ich denke mal, dass die nur für Produktionsstrecken vielleicht gedacht ist, wenn da so drei, vier Sachen auf einmal die anlassen. Ja, mache ich ja jetzt. Ich habe jetzt drei Container davor gestellt, damit da ein bisschen Backup ist, falls mal irgendwas ist. Aber halt, der Kunststoff ist halt voll. Sehr voll, also ganz voll. Die Kabel sind vielleicht nicht mal ein Drittel voll. Und der Turbodraht auch nicht. Weil das natürlich dauernd stoppt, weil der Kunststoff ja blockiert. Ich hätte es mir jetzt aber so gewünscht, dass wenn der Kunststoff voll ist, ja gut, der kann natürlich auch nirgendwo hindern, ne? Ja. Das ist natürlich die andere Seite. Stimmt. Daran machen wir mal Trick 17. Wir basteln wir uns einfach noch einen zweiten Container oben auf. Hallo. Logistik. Dann lagern wir ein bisschen Kunststoff um. Den kann er wieder nachfließen. Bis der auch wieder voll ist. Ich habe so das Gefühl, dass der Kunststoff... Das ist natürlich jetzt... praktisch. Wenn das so ist, macht das ja allgemein aber keinen Sinn. Weil wenn du das, dann brauchst du ja eine Maschine, die die Teile, die sie verbraucht, einigermaßen gleichmäßig verbraucht. So, bei der brauche ich jetzt nur 15 Kunststoff, aber 25 Kabel und 100 Turbodraht. So. Das heißt doch, wir stöpseln einfach mal eine Kunststoffmaschine ab da hinten und dann müsste das doch wieder ein bisschen weniger werden. Oder theoretisch zumindest. Da. 42 Minuten und das läuft noch. Schönes Ding, du. Dann machen wir einfach hier Stopp. Tschüss. Jetzt kommt Kunststoff von da. Was machst du so? Bis 45. Was denn? Alexa, spiel Wenger Boys. Lenkerbus. Du Alex, das stimmt. Ich bin gelandet. So, jetzt habe ich da hinter gar keinen Container gestellt. Kapazität 30 Passagiere, 6 Postsäcke. Okay. Wenn man das in den Postsäcken gleich tun würde, würde das aus Passagier zählen? Keine Ahnung. Boah, wieder Rohre. Ja. Ach ja. Was geil wäre. Hat Epic eigentlich auch hier diese Achievements? Keine Ahnung, was es bedeutet. Diese Errungenschaft, wenn du über 1000 Kilometer gelaufen bist, kriegst du Pink. Keine Ahnung, ich glaube ja nicht. Wie bei Uplay und bei Steam.
wäre mal interessant zu wissen, wie viele Kilometer man hier in dem Spiel so rumrennt. Da könnten die Entwickler ja vielleicht mal so ein paar neue Stelzen entwickeln, wo man schneller laufen kann. Was zu mir jetzt gleich da? So bisschen wir die zusammen. So, haben wir das. Jetzt war das ja. Supercomputer. Supercomputer. Das mache ich gerade, das haben wir schon. Das ist auch unten. Ja, das ist schon da. Nicht da. Das heißt, in der Theorie müsste ich nur die Computer hier hoch verbinden. Irgendwie. Oder ganz hinten. Ach Gott. Mal hierher. Das ist doch gar nicht so schwer. Wie viel Strom haben wir denn noch so am Start? Übrigens habe ich ein bisschen geupdatet auf 5500 Megawatt. Nein, ich habe gerade was gelesen. Du kannst lesen, Angeber. Ich habe ein bisschen den Strom geupdatet auf 5500 Megawatt. Mhm. Wir haben da jetzt so ein paar Kraftwerke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 Öl und was 10? 2, 5. Und 20 Kohle. Kraftwerke. Sieht schon geil aus irgendwie. Warum qualmen da nicht mehr alle? Was ist da los? Das ist doch gar nicht fair. Ah, umso näher man kommt, umso mehr qualmt es auch nicht schlecht. Scheiße, die. Jetzt noch die Computers verlegen. Glaube ich. Braucht ihr da eine Wand hin? Hast du schon mal dieses, wie heißt das doch gleich, LKW Transport Trans Umstar, das weiß ich noch was sie meinen. German Truck Simulator. Weißt du? Euro Truck Simulator. Ja, genau, so war das. Hast du schon mal gespielt? Was haben... Warte. Wo ist es denn? 30 Stunden habe ich schon gespielt. Mhm. Boah, was ist daran der Reiz, wenn man mal so fragen darf? Das ist einfach nur ein Spiel zum Runterkommen.
Lass uns das Spiel zum Kontor kommen. Hä? Ja, ist doch nicht so. Du setzt dich in den LKW, nimmst in Stadt A einen Container oder einen Auflieger auf und fährst damit in Stadt B. Ja, wo will man denn da runterkommen? Also wenn ich... Du entspannst doch dabei. Wenn ich im Verkehr Auto fahre, ja, hier bei uns in der Region, dann ist alles aber nicht in Spannung. Das ist kein Berufsverkehr. Das Einzige, was sein kann, ist die Bullen nicht mal raus. Wollen wir nochmal laufen? Auf einer Skala von bis wie heftig sind seine Schmerzen? Da wüsste ich, da würde ich sogar zwei Karten selber schreiben. Von Gronk anschauen bis Tobi schauen oder sowas. Das Problem ist, so zu zweit macht das keinen Spaß, da brauchst du zwei, drei Leute für. Insgesamt vier wäre am besten halt, ne? Oder noch mehr. Oder mehr. Aber wir haben das doch schon mal versucht, das dauert ja auch erstmal ewig, bis man da mal auf den Server drauf kommt. Mhm. Auf einer Skala von Anal bis Jungfernfahrt. Wie heftig sind deine Schmerzen? Das ist jetzt natürlich. Könnt ihr aber auch mal wieder spielen? LTS. Da außen natürlich. Da geht es aber echt nur hier um das Fahren. Ja, aber es ist doch. Es ist noch einseitiger als Landwirtschaftssimulator. Nee, das meine ich nicht. Ich meine, das ja, hier ist ja auch nur Aufbausimulation, aber hier passiert zumindest was. Hier hast du Konsequenzen, wenn du irgendeine Scheiße baust, weil entweder läuft die Maschine nicht oder du bist tot oder sonst irgendwas passiert. Aber ja. bei so einem Euro-Truck-Simulator oder alle anderen Simulator, dass das Bausimulator ist, Baumaschinen-Simulator, Großbaumaschinen-Simulator oder Dildo-Fabrikator, keine Ahnung, es passiert einfach nichts. Du kannst ja, warum mit 45 Tonnen LKW, PKW hinten drauf fahren, es passiert einfach nichts. Doch, das kostet Geld. Das macht, ja, toll, es macht plopp und mehr passiert nicht. Doch, 400 Euro bezahlst du. Wow. Da müssen Menschenteile durch die Gegend fliegen, so wie es in echt auch wäre. Dann hättest du aber eine FSK-Stufe. Ja. Und? Das wäre aber realistisch. Ein Simulator will auch realistisch sein, aber es ist absolut nicht realistisch, wenn beim Unfall einfach mal nichts passiert. Oder was ich beim Landwirtschaftssimulator, welchen habe ich da noch gespielt? Das ist erstmal ewig her. Da bin ich einfach, oder wollte vielmehr auf einem fremden Feld einfach mal rumfahren. Und dann sagt er, darauf kannst du nicht fahren. Hä? Geht doch in echt auch auf dem fremden Feld rumgebildet. Komm, komm, das ist hier, das ist auch so ein kleines Video. Oh. Mit Community mit Kussherzen hinten drin. Schleimt er wieder, ja? Nee. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Scheiße vorbei. Das sind 16 Videos immerhin. Komm ich bis dahin? Und was denn? Achso, ich bin auch ein bisschen Keller manchmal. Was willst du das irgendwie bestätigen oder was? Hat sich so sarkastisch angehört dann. Arsch. Feuergeiz, volle Pulle. Ein bisschen. Ich von dir auf 15 Millionen. Ja, gut, 10 Millionen. Monopoly können wir auch mal streamen dann.
Oder Udo. Engel. Was ist denn diesen Rabbit-Modus, bitte? Kein Mensch weiß, was man machen muss. Engel. Ich habe schon 5 reingedrückt, ja. Vor allem GTA 5 werde ich auch ordentlich ballern. GTA 5. Und GTA 5. In der Theorie muss ich doch ein Gläser mitnehmen. Auf Twitch aktuell 107.241 Leute. Ja, aber GTA ist auf PC-Technik voll der Flop geworden. 205, glaube ich nicht. Das glaube ich auch mit. Ja, ich schütze das Ding an. Ja, weiß ich nicht. Ich habe das auf der Konsole auch gespielt. Ich fand es auf dem PC allerdings besser. Farming Simulator, immerhin 454 Zuschauer. Dadurch, dass sie sich so viel Zeit gelassen haben bis zum Release der PC-Version, ist das halt nicht ganz so toll angekommen. Also es hat sich zwar verkauft, aber nicht so wie erwartet. Den Move, die Höhe und dann oder was? Nicht genügend Freiraum. Die verarschen. Alter, ich hab nur mal aus Spaß jetzt mal im ASMR eigentlich. ASMR? Mhm. Das ist dieser Flüsterscheiße, oder? Genau, die Copycat hat 1408 Zuschauer. Copycat? Wer die nennt sich so hier? KitKat. KitKat wäre jetzt wirklich voll geil. Ich hab das schon wieder vergessen. Aber es steht hier nicht zufällig bei, wie viele Zuschauer insgesamt, ne? Doch, 4975 Zuschauer aktuell. Ja, Wahnsinn. Na gut, das sind mehr als hier. Geil, jetzt knabbert ihr an irgendwelchen Ohren hier. Ich bin davor, Scheiße. Ich verstehe nicht, was daran so... Mich macht das mehr aggressiv, wenn dauernd jemand nur so ganz am Flüstern ist oder nicht. Warum geht das nicht? Nicht da mit einem Wort rüberkommt, was er überhaupt von mir will. Das soll ja angeblich beim Einschlafen. Was? Was? Damit verdient ihr Geld. Einschlafen? Allein ihr ASMR Janine hier auf YouTube. Janina heißt sie, genau. Ich finde das Blödsinn hoch 12 und 20 ist das. Die hat 270.000 Abonnenten. Was passiert? Deine Einschlafhilfe mit Tingling-Triggern zum Entspannen. Einschlafhilfe, genau. Ich weiß, Jesus. Was ist das? Das ist die Hilfe, glaube ich. Geh mit irgendwelchen Pinseln übers Mikro rüber. Ich kann jetzt auch weiter mal hin. Bei sowas kann man doch nicht einschlafen, dann kann man doch immer anfangen. Wenn die ihre Nippel da streichelt, ja, da schlafe ich nicht ein, dann ist aber auch hier. Da kannst du auch Pornhub gucken, den Schwachsinn. Ja, ich kann doch jetzt hier nicht gucken, wenn ich am Streamen und am Spielen bin, du bist ja lustig. Ich muss mir sagen, ich soll den Link geben, dort, Holo. Das war nicht ernst gemeint, Mann. Am 10.09. veröffentlicht 184.046 Aufrufe. Wie jeder irgendeine Keramikfigur, die ein Elch darstellt, streichelt. Und dann macht die mal. Jolly Jumper. Ne, wie hieß der eigentlich noch? Sven? Ne, doch, Sven hieß der, ne? Ich glaube, ich mach das auch. Ah, es hat mehr Gaming-Livestream. Ja, mindestens. Ich tippe dann immer auf die Tastatur noch. Das ist geil. Da kann ich meine Computerlüfter lassen, ich auch so laufen. Dann ist das hier Computer ASMR. Ja, ASFR, ne? Wenn die Lüfter immer schön im Mikro brummen. Ja. Wenn die Lüfter das ist voll im Mikro brummen, dann weißt du, ASMR für die Dummen. Entweder wenn ich ganz unten bleibe oder ich werde der größte YouTuber, den es gab. Den es gab? Das war auch teuer. Kabels. Wir fehlen 2 Kabel. Ja, vielleicht kann ich ja PDW, kann ich ja vielleicht schlagen mit seinen 120 Millionen Abonnenten da. Meins? Oder wie heißt der da, der Otto da? Das ist doch nicht mehr nur meins. Ja, den einen, der mal Scheiße baut. Ja.
Nämlich so. Jetzt müssen wir eben da feiern. Habe ich nicht ganz so clever, das so umzubauen, oder? Hat auch gerade das Büro gefurzt. Nee, ich mach's auch nicht mehr. Achso. Ich zerreiß gerade meine. Ich hab gerade meine Tablettenverpackung zerrissen. Ich würde mir da richtig verblödet vorkommen, wenn ich so einen Schwachsinn mache. Kann ich aber so machen. Und schläfst du schon? Ich komm da gleich rüber und hau aus, du. Alter. Oh, sorry, was das gleiche. Echt. Es gibt voll viele TikTok-Videos. Da nimmt ein Typ oder eine Ulche, keine Ahnung. Ein Stück Seife, hat das aber schon vorgeschnitten, dass du so kleine Würfelchen hast, wie beim Zwiebelschneiden praktisch. Und schneidet dann mit einem Cutter diese Würfel ab, dieses Geräusch, was dann kommt, dieses komische klackernde Geräusch, sage ich jetzt einfach mal, wenn das abgeschnitten wird, diese harte Seife, und dann auch runterfällt. Da schreiben ganz viele, oh, ich liebe dieses Gefühl. Sind wir in Deutschland schon so weit, dass es Seifenfetischismus gibt? Wie dieser andere Streamer was, hier. Was macht der mit Flüssigseife denn, ey? Der mit seinem Fuß da ans Mikro auszusehen, da wie rankam. Weil er da so. Ja, weißt du, der ist so hingelegt, hat die Füße auf den Tisch gelegt. Dann kam er irgendwie mit dem ans Mikro ran. Warte, ich mach jetzt Fuß ASMR. Das war schön. Schön die Horn dort abkurbeln. Ja. Ich hab ja noch mal ein Kilo Schorf, was soll ich denn damit hin? Der morgen nach der Party ASMR. Diese Kunststoff brauchen wir noch, das haben wir doch da. Das will da rauskommen. Was da reingeht, geht's da raus. Was will denn hier hingehen? Der ist auch und der ist auch. Ja, siehst du, läuft doch alles nur nicht. Ja, perfekt. Jetzt die Frage, wie ich jetzt da rauskomme. Irgendwie mit Trick 17. Schon wieder aus wie Kraut und Rüben hier. 1 und 2. Die Frau ist kurz vor dem Orgasmus. Du ziehst ihn raus und sagst, deine kostenlose Testversion ist abgelaufen. Dann zahlen sie 150 Euro für die Premium-Version. Genau mein Humor. Genau mein Humor. Ist nicht witzig. Ich behalte das mal für mich. Zu teuer. Mal zu teuer hier. Habt ihr das vorhin schon mit der Schufa erzählt, was hier Jan Böhmermann da erzählt hat? Nee, du hast mir erzählt, dass du dir bald Urlaub hast, so fünfmal euch schon. Schon, habe ich schon erzählt, dass ich jetzt nicht diese, sondern nächste Woche Urlaub habe, die letzten drei Tage. Mhm. Damit wird das Freitag sozusagen. Habe ich dir schon erzählt, dass wir Glaswasser kriegen? Nee. Ich mag Züge. Ich hab da ein Paket am Kopf gekriegt. Ja, das ganze Spiel, das Spiel. Für Züge bist du auch zuständig. Ach ja, das ist die Folge, wo er dann noch die Currykarte spielt. Was? Wir reden jetzt nicht mal von Big Bang. Nee, bei Böhmer haben wir erst Kuh gerade. Ich wollte gerade sagen, wie kommt der jetzt auf Currykarte? Ich habe letztens bei einem Discounter einkaufen und habe da an der Kasse so eine Werbung, so ein Werbeplakat gesehen, da waren dann verschiedene Gewürze und ich denke so, ich weiß jetzt Chili-Salz. Ich war der Meinung, das war unter anderem Chili-Salz. Da waren halt verschiedene Salzsorten mit verschiedenen Geschmacksrichtungen, sage ich mal. Und ich hätte schwören können, dass ich Chili-Salz mitgenommen habe. Meinst du, ich finde das wieder? Keine Ahnung. Sieht komisch aus, aber es muss so sein. Dann nochmal wieder raus.
Mal schon den Fuß abzuhobeln da. Ne, dafür habe ich aber das, so ein Gerät. Ernsthaft? Quatsch! Dafür gehe ich mal nach raus und hol mir eine Fußmaske. Das sind Dinge, von denen ich keine Ahnung haben will. Klingeldefekt, bitte laut jodeln. Lass mich doch. Man texte mich nicht zu. Brauchen wir noch einen Fahrstuhl hier, ne? Sieht ja fast aus wie gewollt. Ne? So, was braucht denn der? Der braucht 5,625 Stück pro Minute. Was ist das für eine Zahl? Möchte ich mal gerne sehen, du bist so auf der Arbeit, stellst irgendwas her. Ja, Chef, ich habe das jetzt zu 1,257% fertig gebaut. Den Rest muss der Kollege morgen machen. Der scheint es jetzt auch gehangen zu haben. Was überhaupt? Stunde. Müsste man aber auf Twitch probieren, ob da das gleiche in Grün passiert. Wie sich dann auch weghängt. Oh, in einer halben Stunde kann ich ja mit dem Pre-Upload beginnen von FIFA. Der macht nur 2,5. Ich bin mal gespannt, ich bin ja eigentlich mit Uplay Plus. Hab mir ja diese Vorteile von diesen ganzen Gold-Dingern, die es da bei Uplay gibt. Da müsste man eigentlich das Spiel, also Breakpoint, ja auch schon einen Tag vorher runterladen können. Am dritten ist es ja dann Relays für die Vorbesteller, was ja praktisch in Uplay Plus der Fall wäre. Das heißt, am zweiten müsste man das runterladen können, oder? Dann würde man am dritten eigentlich losdürfen. Oder nicht? Hm. Also. Aber 5. 5 ist mal so ging. Boah, ne, er braucht 5,6. Mal 6,75. Ich brauche auch 227 Turbograd und 56 Kabel. Das sind 50 Kabel, kommen wir aber nicht mehr raus. Also ich darf dann noch eine Fabrik entstellen, die noch mal Kabel. Das Dealer-Team ist offline, sagt er.